Hey meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Star Stable Sommerritt. Ja, wir sind wieder hier im Sommercamp angekommen bei Coyote oder wie auch immer. Und es wird gerade Nacht, das ist auch sehr schön. Dann kann ich euch gleich zeigen, wo wir übernachten müssen. Und zwar können wir hier ein bisschen ranzoomen. Und zwar diese rosanen Punkte zeigen einen Unterschlupf an. Ich glaube, das ist auch einer, oder? Ja. Nice. So, was wir einfach nur machen müssen, ist einfach nur hier hingehen und dann abspeichern und schlafen gehen. Dann ist wieder ein neuer Tag. Jetzt kommt wieder diese schöne, heftige, laute Musik. Auch geil. Ich glaube, jetzt werde ich ganz schnell die Bronzemedaille machen, damit diese Kackmusik weggeht. Weil die ist einfach so übertrieben laut. Schnell. Ich weiß, dass ihr in euren Reitcamps in Jorvik viel mit Medaillen und solchen Dingen arbeitet. Meine Gewinne sollten etwas ganz Besonderes sein und deshalb werden wir das hier alles ein bisschen anders machen. Wir haben zwar auch die Kategorien Gold, Silber und Bronze, aber wir verleihen keine Medaillen, sondern Gürtelschnallen und Bänder. Gut. Jetzt ist die Zeit, 3:35 jetzt sogar. Also doch schon eine Zeit, die etwas weniger schon geht, hätte ich nicht gedacht. Also sie wird immer asozialer. Das heißt, wir müssen mal Abkürzungen nehmen und sowas. Ich bin doch da durchgegangen. Willst du mich verarschen? Hallo? So ist es, wenn man übrigens... Ja. Ich bin da nicht durchgegangen, aber dann halt nicht. Weißt du? Verarschen kann ich mich auch. Gegen Laternen sollten wir auch nicht rennen. Und der letzte Part war gar nicht so schlimm. Der war ja eigentlich komplett normal für den Part. Hätte ich nicht gedacht. Haben ein gutes Zeitgefühl. Ich habe wieder vergessen zu springen. Das ist sehr wichtig. Es ist so blöd, wenn das Pferd so lahm ist. Das ist nicht schön. Spiel, hör auf zu lecken. Das finde ich nicht nett. Aber das hier ist wenigstens angenehmer. Hä? Ach so, unsichtbare Wand for the win. Alles klar. Auch mal geil. Bleib ich einfach mal so in der Luft hängen. Auch schön. Hatte ich bis jetzt auch noch nicht, aber hey. Ich bin so gespannt auf das ganze Ende, das ganze Endschleife oder Endband da. Den Wettbewerb, weil den hatte ich wirklich noch gar nicht. Deswegen, das ist fast blind für mich. Das meiste hier, ich habe keine Ahnung mehr. Geil, ich habe ein Blind Let's Play. Hey. Die anderen Teile weiß ich nämlich alle. Aber Winterritt ist immer noch mein Liebstes von allen vielen. So, hier kann ich am besten nicht springen in Kurven. Ich weiß, dieses Springen könnte etwas immer nerven, aber das ist wirklich gut. Ihr seht ja, die Ausdauer füllt sich wieder. Und das ist so ein kleiner Trick. Mhm. Okay, jetzt bin ich etwas lahmer, aber ich bin ja dadurch ja auch hängen geblieben da vorhin. Obwohl, hab fast die gleiche Zeit wie beim letzten Mal. Und wir haben eine Schleife. Das sind nur 4 Sekunden oder so, die ich da verbraten habe. Das geht ja total. So, Bronze. Na bitte, hier ist eine Auszeichnung. Schaut gut aus, wie? Und hier können wir sie dann sehen. Tada. Boah, wie die aussehen, voll geil. Nice. Okay. Ich weiß aber nicht, ich habe jetzt keinen Bock auf Silber oder so. Sondern wir wollen jetzt treffen mit Linda. Kati, es ist toll zu sehen, wie rasch du dich hier auf der Coyote Ranch eingelebt hast. Ich glaube, Linda könnte deine Hilfe gebrauchen. Sie ist auf der Koppel und bereitet alles für das Barrel Racing vor.
Ja, das kenne ich auch schon. Das Barrel Racing. Das hat das Stable Online auch so ein bisschen übernommen. Nicht identisch ganz gleich, aber so ein bisschen. So. Wir sind sogar bald schon Level 3. Nice. So, Linda. Hi, Kati. Coyote hat mir erzählt, dass er eine neue Hilfskraft einstellen wird. Schön, dich kennenzulernen. Ja, ebenfalls schön kennenzulernen. Coyote hat mich beauftragt, die Koppel für das Barrel Racing Training herzurichten. Dazu brauchen wir 3 Tonnen. Ich glaube, in den Wäldern hinter der Ranch habe ich letztens welche gesehen. Könntest du dort bitte mal nachsehen? Ja, klar. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Wie auch in Star Stable Online sind wir hier der Laufbürscher und müssen jeden Scheiß machen. Aber das ist ja auch das Spiel an sich. So, hier müsst ihr jetzt da, genau. Nimm das. Und für euch sieht das sogar, das Bild hier, was hier gerade ist, sieht das sogar anders aus. Bei mir ist es so richtig lang gezogen und bei euch ist es so ein... Ja, für euch ist es, glaube ich, schöner anzusehen als bei mir. Deswegen, ja, beschwert euch nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob das bei den anderen Teilen auch so ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber nun gut. Ich hoffe, es stört nicht. Wenn doch, tut es mir leid. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß an diesem Projekt. Genau wie ich. Das soll ja auch immer dazu dienen, so ein bisschen das Spiel euch näher zu bringen. Vielleicht kauft ihr euch ja auch irgendwann selber. Aber bitte kauft euch keine gebrauchten Spiele, sondern bitte neue. Weil ich habe die Erfahrung gemacht. Und es ist scheiße, wenn das Kamera so ein bisschen blöd ist. Gut gemacht. 3 Tonnen, genauso viele, brauchen wir. Jetzt gibt es nur noch ein winziges Problem. Aha. Ja, das ist jetzt doof, weil 30 durch 4 geht nicht. Deswegen lasse ich das noch. Okay, Kati, ich muss dir etwas gestehen. Es ist ganz toll, dass du mir die 3 Tonnen besorgt hast, aber ich brauche noch was anderes. Und zwar einen Plan, aus dem genau hervorgeht, wie die Tonnen aufgestellt werden müssen, damit die Rennbahn der internationalen Norm entspricht. Ich glaube, Coyote hat mal gesagt, dass er so einen Plan hat. Dann gehen wir mal hin und schauen nach. Ich glaube, ich könnte gleich mal wieder, wenn mein Pferd wieder voll am Abkacken ist, von den Stats, dass ich gleich mal wieder auf Screen mal dieses Pferd da wieder mache, kriege ich auch wieder diesen Money. Wir brauchen einen Plan. Hi, Kati. Gehst du zu Linda? Gehst du Linda schon zur Hand? Noch nicht? Ach so, ihr braucht einen Plan für das Barrel Racing. Schauen wir mal. Ich habe einen Plan. Oh, die verschwundenen Schädel. Genau da ist er, ja. Wie ich mir gedacht hatte. Bitte bring Linda diesen Plan, damit sie die Tonnen für das Barrel Racing so aufstellen kann, dass es den internationalen Normen entspricht. Klar. Naja, man kann auch verschiedene Quests auf einmal annehmen und speichern. Die bleiben gespeichert. Keine Sorge. Falls ihr Fragen zu den Spielen habt, werde ich das euch in den Kommentaren beantworten, weil ich, wie gesagt, alles hier komplett aufnehmen werde, weil ich keinen Bock habe, dass es wie wieder hinterher schiebt. Wie ich auch schon mal gesagt habe. Deswegen, ja. Ich werde aber Fragen in den Kommentaren beantworten. Der Plan, prima. Und er hat sogar das offizielle Siegel der Barrel Racing Association? Keine Ahnung. Zeit, dass wir anfangen. Stelle die 3 Tonnen, die du im Wald gefunden hast, auf der Koppel genauso auf, wie sie laut Plan stehen müssen. Klar. Ich bekomme immer mehr von dem Müll. Ja, einfach nur auf die Hütchen stellen, oder was? Anscheinend. Wow. Hier sind Hütchen, die auch schon vorher da waren. Und will die mich jetzt verarschen? Egal. Das Stable-Logik war immer noch nicht vorhanden. Aber egal. Das ist ja das Witzigste an dem Spiel. So. Hier können wir am besten gleich direkt Bronze, Silber und Gold machen. Ich muss mal kurz auf die Zeit schauen. Ah, okay. Gut gemacht. Endlich gibt es auf der Coyote Ranch einen Platz, auf dem man echtes Westernreiten üben kann. Ich sehe schon, du kannst es kaum erwarten, unsere Barrel Racing Bahn auszuprobieren. Na dann, los!
klar, oh Gott. Hier ist so eine Karte, wie man reiten muss. Ich glaube, das ist auch gekennzeichnet, oder? Also als erstes hier. Ach so, das wird einem nicht... Ah. Also die Zeit hier ist echt richtig fies. Also wenn man hier einen Fehler macht, hat man ein Problem. Ich glaube, hier ist die Goldmedaille richtig assi. Ich glaube, nur so 30 Sekunden, also ist schon knapp. Und wenn nicht 25. Das wäre, dann hätte ich jetzt, glaube ich, verkackt. Das wäre echt gut. Sag mir, wenn du soweit bist, auf Zeit zu reiten. Für die verschiedenen Auszeichnungen habe ich mir jeweils ein Limit überlegt. Und denk dran, Barrel Racing fördert die Kraft deines Pferdes. Ja. Und zwar hier. Das, glaube ich, können wir gleich nochmal gucken. Deswegen gucken wir das jetzt gleich mal. Bist du bereit, für das Bronzeband anzutreten? Ich habe schon wieder falsch gelesen. Das ist normal. Du musst immer die Bahn im Auge behalten und bei den Wendungen auf die Zeit achten. Ich finde das gut, dass hier so eine Minikarte ist. Das ist richtig geil. Falls man ein bisschen durcheinander kommen könnte. 40 Sekunden. Wow. Das könnte echt richtig mies werden. Dum, dum, dum. Also wenn jetzt Silber 30 ist und Gold 20, frage ich mich gerade, wie ich das schaffen würde. Geht doch dann gar nicht. Das wäre dann asozial, ja? Oh lala, das waren ja ganz schön enge Drehungen um die Tonnen herum. Und dann haben wir unsere Medaille. Yay! Guck so, by the way, so ein bisschen noch nach die Zeit. Aber wir haben noch ein bisschen. Na, willst du schon Silber bei erringen? Mutig, mutig. Aber was ich bisher von dir gesehen habe, du schaffst das. Klar, 30 Sekunden, what the hell. Und wenn Gold 25 ist, ist es richtig knapp. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Ich weiß es eben nicht. Oh, ich hätte es jetzt sogar geschafft. Wenn es 25 Sekunden sind, aber ich... 20 Sekunden wäre hart. Aber ich weiß es eben nicht. Ich wusste, dass du mich nicht enttäuschen würdest. Wirklich prima. Eigentlich hast du nicht mehr viel zu lernen. Es sei denn, du willst um Gold reiten. Ja. Damit sind wir bei Level 4 und kann ich jetzt eben... Ja, 60 durch 4 sind meiner Meinung nach, glaube ich, 15. Ja. Das heißt jetzt eben... So. Jetzt können wir unser Pferd auch schon ein bisschen besser hier, wie ihr seht. Das ist sehr geil. So, bevor ich Gold mache. Wir können jetzt auch überall, das liebe ich an diesem Game, dass man überall sein Pferd einfach überall pflegen kann. Das ist richtig geil. Und nicht immer irgendwo hin müssen zum Ort. Weil das fuckt schon ein bisschen ab. So, meine Hand hier schläft sogar schon fast ein. So, Goldpokal, den machen wir jetzt noch. Jetzt wird's ernst. Die Tonnen in noch kürzerer Zeit zu umrunden, als ich für Gold vorgegeben habe, könnte für dich und dein Pferd echt gefährlich werden. Also, teile die Zeit richtig ein und sieh zu, dass du möglichst enge Wendungen hinbekommst. Okay, 28 Sekunden ist gut. Ja. Das ist
wenigstens normal. Gut. Das geht ja noch. Ja, aber wenn ich so blöd bin, schon mal. Okay, ich glaube, ich bin doch noch gut in der Zeit. Ja. Easy. Also die hätten auch ruhig 25 machen können. Das wäre eigentlich noch anspruchsvoller gewesen. Aber so ist natürlich auch nice. Gib mir das Goldding. Fantastisch. Sah echt klasse aus, wie du um diese Tonne geritten bist. Hier ist deine Auszeichnung. Vielen Dank. So, dann können wir direkt jetzt auch gleich mal Silber machen. Und ich sehe schon ganz hinten. Das ist übrigens die Karte. Und das ist wirklich ein ganz Teil. Also Sommerritt und Sommerritt ist, glaube ich, das kleinste Spiel. Winterritt und Herbst, also Herbstritt ist irgendwie immer das größte Spiel, was es gibt. Also das ist, glaube ich, hier schon fast dieses Ganze hier. Frühlingsritt, glaube ich, ist, glaube ich, hier mehr so, glaube ich, irgendwie war das. Also Herbstritt ist, glaube ich, schon das weiteste. Also Herbstritt und Winterritt sind so mehr die längsten Spiele von den Vieren. Und Frühlingsritt und Sommerritt sind so mehr die kürzesten. Das sehen wir dann ja durch die Karte. Und ja, ich mache jetzt noch Silber, dann ist der Part auch wieder etwas länger und ja, passt dann. Jetzt habe ich gar nicht gelesen, was da gelabbelt hat. Egal. Auf jeden Fall, ob wir bereit sind, Silber zu machen. 3 Minuten ist auch wieder so, ja, easy. Und Gold ist dann wahrscheinlich 2 Minuten. Okay, 2 Minuten nicht. Jetzt mal 2 Minuten 50. Aber ist auch machbar. Alles easy. Ach ja, ich freue mich. Ich freue mich auf diese schönen Parts. Ist jetzt dieses Spiel ist jetzt ja auch nicht für jedermanns Sache, aber ich spiele die Spiele auf dem Kanal, auf die ich Bock habe und nicht die ich vorgeschrieben bekomme. Das solltet ihr wissen. Das solltet ihr wissen. Alter, verarsch mich nicht. Ich bin doch da runtergegangen, ey. Geh ich halt mal genau durch die Mitte, wenn du das so willst, Spiel. Aber durch diesen kleinen Fehler sollten wir es trotzdem noch schaffen. Oh Mann, ich finde nicht, dass der Part 20 Minuten lang geht. Komm schon. Please. Meine Ausdauer ist auch schon fast im Arsch. Was nicht so geil ist. Aber hey, egal. Wow, ich bin gerade so ein bisschen rumgeflogen. Alles klar. Und sag ich ja. Easy. So, und es sind, glaube ich, schon fast 20 Minuten. Deswegen. Prima. Hier eine weitere Auszeichnung für deine Sammlung. Dankeschön. Und jetzt haben wir auch eine weitere Medaille. Und hier. Oh, das sieht geil aus. So ein. Ja, schön. So, und im nächsten Part werden wir weitere Quests machen. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal von Star Stable Sommerritt. Ciao, Leute.